herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Horse Let's Plays. Letzte Woche gab es eine Pause. Schule hat genervt. Etc. pp. Und, jetzt würde ich sagen, wir begeben uns wieder zu unseren Tieren. Also zu den Pferden. Schauen die Nachrichten nach, meine Pferde. Und das hier. Die große Challenge. In Horse passiert es ja öfters, dass es Tombolas gibt. Und vor den Tombolas gibt es immer diese große Challenge, wo man Aufgaben machen muss, um vielleicht ist es jetzt an dieser Tombola teilnehmen zu dürfen. Tombola kann man immer ganz schön teuer sein, außer man hat Freunde, die einen immer wieder mit einem Los beschenken. Ich habe meistens immer das Glück, dass ich meistens 2 oder 3 Lose habe, obwohl ich nicht online kam. Das heißt, ich habe immer wieder Nachrichten, yo, hast du an der Tombola teilgenommen, obwohl du gar nichts gekauft hast. Aber trotzdem, wir schauen erstmal die Nachrichten nach. Dann gehen wir zu der großen Challenge. Dann gehen wir zu den Tieren. So. Schon mal interessant. Ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen, die ich leider nicht mehr annehmen kann, weil ich zu lange gebraucht habe. Deswegen gehen wir jetzt mal zu dieser Person. Er hat eine Shetty-Zucht. Würde ich sagen, wir... Ich bin ja nicht so... Sowas ist ja leider mein Fehler, weil ich halt letzte Woche nicht online kam. Ich sende ihr einfach eine Freundschaftsanfrage. Weil sie kann mir ja jetzt... Ich weiß nicht, ob sie mir eine schicken kann. Weil es halt jetzt schon mehr als 15 Tage rum sind, glaube ich. Oder fast. Und ja... Dann haben wir noch die große Challenge, zu der kommen wir ja gleich, und noch eine Umfrage zu dem Labyrinth. Aber da wir ja nicht dabei waren, können wir ja davon nichts wissen. Oh, gucken wir mal bei der großen Challenge vorbei. Bis zum 14. Februar 2018 um 14 Uhr könnt ihr mit Hilfe der Gegenstände den gesamten Bestand an Hufeisen der Community wieder auffüllen. Jedes Mal, wenn eine Stufe erreicht wird, profitieren alle von zusätzlich kostenlosen Verlosungen für die Tombola. Die Tombola findet während der kommenden Feierlichkeiten vom 14. Februar bis zum 19. statt. Also nach der großen Challenge. Ich realisiere jeden Tag Ziele und sammle Hufeisen. Sonderangebot für goldene Fliese und Tombola-Lose. Der Hauptgewinn ist mal wieder so ein göttliches Pferd, also Dschungelpferd. Genau, das göttliche Pferd Haumia Tiketi erhalten. Aber das kriege ich so selten. Gewinne goldene Hufeisen für die Trophäe-Wettbewerb. Durch Sammeln von 2, 20, 70, 156 Hufeisen. Sammle mindestens 2 goldene Hufeisen, um an der Verlosung am Ende des Wettbewerbs teilzunehmen. Und zu versuchen, das göttliche Pferd Haumai. Blablabla. Ne? Voll verständlich. So. Wir haben hier jetzt einiges zu tun. Wir haben jetzt für jeden Tag haben wir jetzt 3 Quests sozusagen. Und ja. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dem Vorgestern an. Aber dafür brauchen wir auch die Pferde. Deswegen würde ich sagen, wir haben erstmal eine Nachricht bekommen. Wahrscheinlich genau. Freundschaftsanfrage angenommen. Jetzt gehen wir erstmal zu diesen täglichen Pferden, die wir noch haben. Lelelelele. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie, Musik zu hinterlegen, weil mein Aufnahmeprogramm meine Lieder nicht mehr aufnimmt. Ja. Wir haben ja keine neuen Nachrichten. Hierhin kommen wir ja später. Deswegen erstmal hier rumkümmern. So, was haben wir hier? Energiepunkte für Shade. Shade war, glaube ich, eins der neuen Fohlen, ne? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wir
Müssen mal gucken, was wir heute machen. Wie alt wir unsere ganzen Pferde machen. Ah, der Topaz. Aber jeder Pferd ist auszumachen. Ist egal. Haben wir jetzt nur 50 EQs bekommen. Ich hoffe, wir kriegen heute einen Alterungspunkt. Auch wenn wir eigentlich durch das Paket eigentlich genug haben. Aber Alterungspunkte kann man eigentlich nie genug haben. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe 1600. Auf meinem Privataccount. Ein Topaz und dann kommt Archimedes. Das wünscht mir Glück, dass ich die richtige Antwort gebe. Wer ist in der Reitschule für die Ausbildung der Reiter zuständig? Der Reitlehrer. Deswegen heißt er auch Lehrer. Ja, ich habe meinen Alterungspunkt bekommen. Cool. So. Einhorntochter. Du kriegst einen Stein. So. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz genau die große Challenge an. Toll wieder spielen. Vorgestern. Eine Satteldecke im Laden kaufen. Eine Satteldecke sollte ja nicht allzu problematisch werden. Haben wir noch nicht genug, ne? Ah, das war Herausforderung der Titan. Das habe ich noch niemals gemacht. Und ich weiß noch nicht, was man da machen muss bei der Herausforderung der Titan. Also ich habe da keinen blassen Schimmer. Ja, ist gut, rein. Eine Sanddecke im Lager kaufen, haben wir schon mal 3 Alterungspunkte bekommen. So. Du musst ein Pferd mit einem Sattel ausstatten. Haben wir überhaupt ein Pferd, das wir ausstatten können? Yay, du hast gerade die Trophäe Wettbewerb 1 für deine Sammlung König der Wettbewerbe erhalten. Cool. Aber ich glaube, Abraham und Bia sind noch nicht alt genug. Doch, dürften eigentlich schon, ne? Oh, die beiden Fohlen kamen von Serena und Snowwind. Ja, okay. Jaris, die sind halt schon ausgestattet. Und, wir können natürlich machen, dass wir das Ziel gleich machen, indem wir Bia und Abraham auf 3 Jahre hochböllern. Das heißt, wir müssen ja noch auf 8 Jahre, auf, nee, 4-mal altern lassen. Weil die sind ja 2 Jahre und 2 Monate alt. Da fehlt doch, nee, 5-mal. Ist sie nur noch 10 Monate entfernt von 3 Jahren. Dann können wir beide ausstatten. Hier. Ein Pferd an die Insel des Friedens verkaufen. Mach ich nicht. Sache ist, zum Überspringen des Ziels brauche ich Schwarzmarktgegenstände. Und ich will nicht. Ist zwar nur eine Liebkosung des Pilotes, aber nee. Ich will aber auch kein Pferd an die Insel des Friedens verkaufen. Ich hasse die Insel des Friedens. Sich zweimal beglückwünschen lassen, ja, da müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Dünger im Laden kaufen. Wir machen. So, Dünger gekauft. So schnell geht's. Beim Wecken deiner Pferde 3 Alterungspunkte. Das müssen wir dann später gucken. Oh, eine Spende von 1000. Lassen. Ja, 1000, denke ich, könnten wir verkraften. Ouch, that hurts. So. Da haben wir besser einen Sattel. Genau, 40 Pferdeäpfel auf einmal im Laden verkaufen. Okay. Ups, nein, ich wollte Gegenstände verkaufen. Wo sind sie? Da. 40 haben sie gesagt, ne? Könnten wir die Sporen noch bei jemandem benutzen? Müssen wir mal gucken. Im Reitzentrum müssen wir auch gucken. Wir haben einiges zu tun, weil wir jetzt eine Woche Pause gemacht haben. So, ein noch nicht ausgestattetes Pferd komplett ausstatten. Das können wir in Verbindung mit dem Sattel machen.
Ich denke, für die Insel des Friedens werden wir uns ein Opfer aus dem Verkauf holen. Auch wenn ich wirklich sehr ungerne Pferde an die Insel des Friedens schicke. Ich behalte sie dann lieber. Die tun mir so leid. Vielleicht irgendwas, das genetisches Potenzial von 53 hat. Das nicht allzu sehr schmerzt. Werde ich nicht kaufen. Normalerweise kaufe ich solche Pferde immer, sobald ich sie sehe. Aber ich glaube, ich kann auch die reservierten Verkäufe machen. Ich würde schon sagen, ich kaufe das hier für mich und sende es mir zu, weil ich sammle ja in sich hin. Und hole dann noch eins für die Insel des Friedens. Genau. Du hast nämlich jetzt schon gleich ein APler. Ich verkaufe ich gleich an mich weiter. Ich kann sowas einfach nicht sehen. Es geht einfach nicht. Wenn ihr spielt und ihr habt wirklich Fälle, die ihr nicht mehr haben wollt und eigentlich auf die Insel des Friedens schicken wollt, dann reserviert sie mir, bitte. Ich hab's lieber, wenn sie reserviert sind, als dass sie auf die Insel des Friedens geschickt werden. Auch wenn ihr Okay, ich sag mal so. Ich kaufe die Pferde dann immer für den Betrag, den ihr auch von der Insel des Friedens eigentlich erhalten würdet. Und das ist auch noch ein Rappe. Und ja. Das heißt, tut mir leid, Kleiner. Tut mir leid, Kleiner. Ich hätte es nie gewollt, aber... Das Spiel zwingt mich dazu. Da hast du deinen Frieden. So, jetzt würde ich sagen, wir gucken im Reitzentrum noch vorbei. Oh je, 10 Neuigkeiten. Wachstum ist abgeschlossen, wir haben Sand generiert. Produktion in Ding ist fertig. Gucken wir einfach mal. Ja, wir haben eine Box hergestellt. Wir müssen hier reparieren. Holz müssen wir uns leider kaufen. Aber die müssen wir reparieren, sonst würde sie uns brechen. Sieht es auf den Wiesen aus? Die Longhornzucht braucht noch. Haben wir in den Gewächshäusern was gehabt? Ja, Karotten. Boxen, wie sieht's hier aus? Oh, ganz okay. Wir bräuchten Stroh. Oder generell etwas, was wir, können wir jetzt hier nutzen? Ja, hätten wir Stroh und Weizenklei. Was ich Weizenklei nochmal brauche, weiß ich gerade gar nicht. Hier hätten wir 120 Flachs. Und hier hätten wir 479. Dann nehmen wir jetzt vorerst das Stroh, auch wenn es eher mehr das niedrigere von davon ist. So. Stroh braucht jetzt wieder 8 Tage, das heißt... Wenn ich nächste Woche am Montag aufnehme, dürfte es fertig sein. So, ein bisschen Stroh kaufen wir uns trotzdem. Dass wir auf jeden Fall auf 100 kommen. So. Gut, dann würde ich sagen... gucken wir mal kurz ins Forum rein. Ist nichts passiert. Wie erwartet. Da muss ich vielleicht nochmal komplett neu schreiben. Aber wir haben schon mal Grünfutter, Hafer und Karotten. Das ist schon nicht schlecht. Hier steht dann wahrscheinlich nur, wir haben abgeholt. Wir haben Karotten abgeholt. Und wir haben repariert, genau. Ich würde sagen... Der Insel des Friedens waren wir schon. Die Affixe brauchen noch ein bisschen. Es war 20 Tage, das würde heißen, es ist die 11. Folge. Haha. Ist jetzt aber nicht relevant. Das heißt, wir kümmern uns um unsere Pferde. Ja, den Appler, Appeler, den werde ich mir gleich noch wegkaufen.
Chocolate und Shay. Zwei Pferde genau gleich aussehen, aber nicht. Das heißt, Bio und Abraham müssen heute auf jeden Fall auf 3 Jahre hoch, dass wir die Quests von der Challenge machen können. Und ja, sagen, let's go. Ich bin gespannt, ob Blitzen beim nächsten Weihnachten wieder von Bedeutung sein wird. Ich hoffe es. Weil es ist zwar schön, dass wir Blitzen bekommen haben durch das Weihnachtsevent, aber ich jetzt trotzdem, dass sie noch ihre Bedeutung hat. Selbst ohne das Event. Klein, aber fein, aha. Guck mal da nochmal rein. Klein, aber fein. Ah, ich habe wieder auf altes Ding gemacht. Verdiene dir jetzt 2 Pässe. 2 Pässe ist aber sehr mickrig. Ja, das ist 8-2. Gehen wir da weiter. Da sieht man jetzt zum Beispiel Himmler. 8-2 ist zwar nicht gerade das beste Angebot, weil es nicht für, na, jetzt komm ich gar nicht drauf. Für Pegasus Konto reicht. Aber ja. Es ist ein Anfang. Genau, das haben wir immer mit 2 Stunden gemacht. Eigentlich nicht mit Dressur anfangen, aber das war ja eigentlich irrelevant. So. Heute mal wieder ein bisschen mehr im Wald. Nee, nicht am Strand. Wenn wir die 5-mal altern, wann darfst du dich nächstes Mal decken? Wir könnten sogar die beiden Stuten hier wieder decken. Das heißt, wir hätten dann 4 Stuten, nee, 3 Stuten, die dann ein Fohlen erwarten nach dem heutigen Tag. Bei Sirena würden wir dann auch mitdecken. Ja. Was ich mich ja immer noch frage ist, das habe ich ja gemerkt, dass wir ja momentan nicht so viele Arztkosten tragen, wie ich auf meinem Privataccount, weil wenn ich eine Stute decken will, mein Privataccount, dann muss ich bis zu 3000 EQs zahlen. 500 die Deckung selbst und 3000 nochmals für die Arztkosten. Und hier ist das ja nicht so. Da frage ich mich echt, warum das so ist. Ich stelle mal wahrscheinlich die Vermutung, dass das ab einem bestimmten Geldwert, den man besitzt, sich dann automatisch ändert. Ich merke gerade, Marlon hat keine Animation. Gibt es nicht eine Animation mit blauen Blüten? Nee, nur mit farbigen Sternen. Aber die sind nicht blau. Feuerwerk, Feuerwerk, Klatschmohn, Schmetterlinge? Blaue Schmetterlinge? Ja. Aber es gab doch mal. Ist nicht mal Blumen? Oder ist das wirklich der Klatschmond? Luftschlangen, Schlangen, brennendes Wasser? Wolken, die Blitze, Herzchen, Seifenblasen? Also blau. Passt nicht. Da ist der Löwenzahn. War das wahrscheinlich der Löwenzahn, den ich da in Erinnerung hatte? Aber ich denke, wir nehmen bei ihm die Schmetterlinge. Ich will eigentlich, dass jedes Mal eine Pferdenanimation hat. Deswegen gucke ich gerade mal, ob Snowwind eine Animation. Ich kann mir nicht dran. Ja, Snowwind hat klar eine Animation. Sirena hat Klatschmoon und er hat jetzt die Schmetterlinge. So. Wir sehen schon, die 3 Sachen bei ihm sind bald ausgeskillt, weil er ja diese Schwangerschaftspause nicht machen musste. Und dann sind ja die anderen 3 an. Wenn ich die anderen 3 aber mache, werde ich nebenbei noch Wettbewerbe machen.
Genau, 4 hat er, dann würde er heute nochmal 2 dazu kriegen. Und hier oben noch. Dann dürften wir heute sogar die 3 Sachen hier fertig kriegen. Ah, warte, warte, warte. Oh, bei ihm ist mal nicht das Phänomen wegen dem Reiten. Sonst. Oder ist es bei den anderen 3 jetzt nur auch? Ja. Abraham! Spieler, der sich über mich angemeldet hat. Ihr seid gerade alle im gleichen Reitzentrum, ne? In meinem Gestüt Rosenwiese. Gestüt Rosenwiese. Uff! Chicken Smoothie! Oh Gott, das Spiel habe ich auch mal gespielt. Oh Gott, Chicken Smoothie ist so ein schönes Spiel. Oh, Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Ihr habt es natürlich nicht gemerkt, aber ich musste gerade auf Chicken Smoothie, weil ich da noch einen Account drauf hatte und ich habe noch die Daten gewusst, deswegen war ich da gerade drauf. Weil ich gerade Chicken Smoothie wieder gefunden habe. Also ich habe das wirklich komplett vergessen, dass es existiert. Wenn ihr wollt, dann zeige ich euch Chicken Smoothie als weiteres Let's Play. Das wäre dann wahrscheinlich so ähnlich wie Horse und würde wahrscheinlich nur einmal pro Monat kommen, weil man da nichts Großartiges machen kann, als Tiere zu adoptieren und zu schauen, wie sie dann erwachsen sind. Also ich würde da wahrscheinlich zweimal pro Monat aufnehmen und das dann zu einem Ding zusammenschneiden. Also wenn ich, nee, dreimal sogar. Wenn ich das Tier adoptiere, wenn es den ersten Status hat, also den Jugend- und Kindstatus, und wenn es erwachsen ist. Wäre halt nur ein bisschen problematisch noch dazu. Weil man da wirklich noch weniger machen kann als sofort. Also es ist wirklich nur reines Sammeln, was es da ist. Bis jetzt. Und ich kann es euch einfach mal zeigen, wenn ihr wollt. Oh Mann, das ist schön. Chicken Smoothie, das habe ich so lange nicht mehr gesehen. Intim züchten. Ui. Ja, benötigt man das VIP-Konto. Ja, vielleicht muss ich da mal gucken, dass ich mich endlich mal in einem Team anmelde. Das Horst Zuchtbuch. Grundlagen, Rassezucht, Mixzucht, Einhorn, Esel, Kaltblut. Oh. Interessant. Der Grafik-Cheat. Das ist neu, dass es so Spoiler jetzt hier in Horst gibt. Hier kann man noch nicht mal draufklicken, weil es keinen Namen hat. Abhehlerrechner. Bin hier gerade sehr interessiert dran. Ja, der Tagespreis.
Philipp Ferdinand, wie hoch sind die Einnahmen pro Reitstunde? Bei dem Beispiel jetzt hier würde man bei einem Tagespreis von 30 5 Euro pro Tag plus machen. Ja. Das ist eine interessante Rechnung. Gebe mich eigentlich mit anderen Sachen ab, als ich eigentlich machen sollte. Ich weiß gar nicht, ob wir heute wirklich bis 3 Jahre hochkommen, weil ich denke, wir werden nur bis 6 Monate hochgehen. Also 2 Jahre, 6 Monate können dann leider nicht die Aufgaben machen. Aber da können wir leider nichts machen. Weil ich habe mich ganz schön gerade mit irgendwas anderem beschäftigt. Das ist ein bisschen auf die Zeit gegangen. Abraham sollte eigentlich auch eine Animation bekommen. Sache ist, ohne wirklichen Hintergrund weiß ich nie, was für eine Animation das Tier kriegen muss, dass ich das mache. Aber wie gesagt, ich kann euch Chicken Smoothie. Oder wenn ich würde es dann wahrscheinlich nicht als Let's Play machen, sondern einfach als so ein Videoding, wie ich es zu Weihnachten mit Feral Heart gemacht habe. Wo ich euch dann einfach mal in die Welt von Chicken Smoothie reinführe. Und euch das Spiel Gänzen mal zeige. Bier konnte noch weniger aussehen als Abraham. Wir schauen, dass wir das hier schnell durchziehen. Wir machen es eher so, da ich heute so viel Zeit vertrödelt habe. Wir haben jetzt alle Pferde einmal durchgefüttert. Da es ja wirklich jetzt öfters passieren wird, dass ich wirklich keine Zeit habe, um entweder alle zu pflegen oder eine bestimmte Reihenfolge zu machen, weil das Video dann zu lang wird. Wir belassen es heute hierbei. Wir haben uns heute um Challenge ein bisschen gekümmert, so gut es ging. Wir waren in Reitzentren unterwegs. Und ja, ich würde sagen, das war's heute schon. Das Einzige, was wir noch machen könnten, ist. Ich habe vergessen, welche Rasse wir haben. Hannoveraner hatten wir. Lass uns jetzt einen Hannoveraner holen, der noch nicht gesattelt ist. Dann können wir das machen. Das machen wir heute noch. Hannoveraner? Vielleicht ist mir eigentlich egal, aber ich will es reinrassig haben. Am besten gleich 3 Jahre. Soll keinen Pass haben. Das ist eigentlich nicht mehr als 50. Weil wir wollen ja nicht zu viele. Vielleicht was? Ja. Eins. Great Legend. Gucken wir uns das mal an. Er ist nicht. Dann holen wir dich. Noch Hannoveraner. Mal wieder auf die Kosten. Was hatten wir nochmal gesagt? Ich glaube, klassisch, ne? Klassische Reitkunst. Pferd ausstatten. Decke. Ich glaube, ich habe alle immer versucht mit Dreier-Sattel auszustatten. Ja. Jetzt hat 3, Dian 3, 3. Wir belassen den Namen Great Legend, tun aber das Herz raus. So. So, so, so. Bestätigen.
Eine Warte, wir haben doch Bandagen und Fliegen. So, jetzt bist du fertig. Super. Fuchs hatten wir, glaube ich, schon, aber kein Problem. Ich habe ja auch mal, weil mir gerade wieder der dieser Rechner einfällt. Ich hatte wirklich mal eine Zeit, da habe ich bei meinen Pferden berechnet, welche Kosten sie haben, was sie mir eingebracht haben und etc. pp. Also es war dann immer richtig komisch. Das habe ich dann immer... Oh, ist zu dick, okay. Aber Hafer geben wir dem. Dass ich dann wirklich berechnet habe, wie viele Kosten haben sie gemacht, was haben sie eingenommen, waren sie heute im Plus, waren sie heute im Minus. Wenn sie im Minus waren, mussten sie die Schulden binnen der nächsten paar Tage, wo sie noch in dem Reitzentrum waren, ausgleichen. Wir können das hier gerne auch mal machen. Da würde ich mir dann sozusagen entweder eine Excel-Datei anlegen dafür oder eine Word-Datei, wahrscheinlich eher mehr Excel. Und würde das dann so nebenher laufen lassen an der Seite. Und mich würde es echt interessieren, ob ihr sowas mal sehen wollt, dass ihr mal seht, wie viel wir eigentlich pro Tag oder pro Folge an so einem Pferd verlieren oder gewinnen. Momentan sind wir halt relativ im Verlust, weil wir halt immer wieder einstellen, aber halt keine Wettbewerbe machen, beispielsweise keine Missionen. Deswegen haben wir da wahrscheinlich eher mehr ein Minus drin, aber wir können gerne gucken, wie das dann aussehen wird. Dann müsst ihr mir dann sagen, ob wir das machen wollen. Das wäre dann so ein kleiner Aufpepp nebenbei. Dann wollte ich noch gucken, dass wir mal zu Sirena gehen. Weil wir haben ja diese Sporen. Bonus. Bonus war ein Spor, genau. Vor allem Farbe. Woher kriegt man den Farbenbonus? Dass es der Rotbraun nicht so oft gibt. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen, diesen Farbenbonus. So. Können ihr natürlich auch noch Pilotes geben. Das ist unser erstes Pferd, das da die Posung der Pilotes. Weil wir es ja vor allem haben, geben wir ihr. Können wir sie einmal mehr streicheln. Gut, dann würde ich jetzt sagen, war es das wirklich für heute. Wie gesagt, was ich euch bitte, ist jetzt, sagt mir, wollt ihr, dass ich euch mal Chicken Smoothie zeige? Oder wollt ihr, dass ich wirklich diesen Rechnungsgenerator auch nutze, weil wir wahrscheinlich irgendwann auch APler haben werden. Und wie gesagt, wollt ihr, dass ich mal zeige, was für Kosten, was für Gewinn wir bei Pferden machen, und soll ich euch Chicken Smoothie zeigen? Bin gespannt auf eure Antworten. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich versuche es zu machen jedenfalls. Und ja, bis demnächst. Ciao.